Gut, es gibt allerdings ja noch ein paar Sachen zu sammeln. Und ich würde sagen, das tun wir einfach mal. Bist unverletzt, einen Tentakel noch dran. War ja auch ganz klar. Absolut unglaublich. Wir haben alles gesehen, diesen Mut, die irre Moves. Das hätte ich deinen Salmini gar nicht zugetraut. Und du warst natürlich auch toll. Genau, Nummer 3 hat den ganzen Planeten gerettet. Ob das irgendjemand außer uns mitgekriegt hat? Ein Held sein, ja, das ist schon was. So eine Art Reise mit verschiedenen Stationen irgendwie. Cool. Schön gesagt, Opa. Captain hat dich auch total gelobt. Ich meine, sogar ein anerkennendes Nicken gesehen zu haben. Oh ja. Dann bis zum nächsten Mal. Bleib spritzig. Jetzt können wir endlich die Alterna-Logs, glaube ich, komplett durchlesen, oder? Nee, da fehlt noch was. Nee, da müssen wir dafür wahrscheinlich an alles sammeln. Cool, ist eine Online-Funktion. Nice. So, Freunde. Hier haben wir alles geholt. Hier haben wir auch alles geholt. Hier haben wir noch nicht alles geholt. Weiter geht's, ne? Gehen wir jetzt mal Welt für Welt durch und holen uns alle Sachen, die man sich so sammeln kann. Ha, was ein wundervolles Spiel, wirklich. Halleluja. Ich freue mich jetzt schön noch, die Sachen hier alle so zusammenzusammeln. Oh, da muss man bestimmt von da hinten irgendwie dran. Aber das Hauptgame ist damit abgeschlossen. Absolut klasse. Splatoon hat mich so sehr abgeholt, es ist fast gruselig. Ihr habt ja gesehen, wie sehr ich bei allem hier am Ende jetzt gerade mitgefiebert habe. Es ist komplett verrückt. Es ist wirklich irre. Ich hätte nicht gedacht, dass mich Splatoon wirklich so krank abholen wird. Schon sehr, sehr verrückt. Irgendwo was drauf. Nope. Wenn die Sonne im richtigen Winkel zur Erde steht. Da hast du deine Antwort. Sorry. Salmini rettet die Welt. Ich schmeiß ihn einfach runter. Schon ein bisschen dreist. Gibt's hier noch irgendwas, was man wegkaufen muss? Weil ich glaube tatsächlich nicht. Hier ist gerade eine Flasche Isopropyl. Oh, 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 oh. Wie macht man sowas sauber? Also ich meine, es ist jetzt sauber, desinfiziert, Baby, so. Oh. Gott. Nochmal hier durch. Verdammt super schnell, aber es war neben meinem Schreibtisch. Oh. Stahl. Der giert nach Blut. Fest in Kriegerhand gehalten. Ein Schnitt schneller als der Blitz. Ein schmerzloses Erdbeben. Wie Schnee fallen Schuppen, sinken leicht ins Nirgendwo. Vergänglich wie das Leben im Schatten meines Sonnenschirms. Deshalb die Eisfläche, ja. Und das Schlimme ist, da hinten gibt es ja noch einen Ballon. Wollen wir doch mal zu dem Ballon direkt hin. Nice. Oh, das ist jetzt auch so schön. Das finde ich bei Nintendo Games eigentlich auch immer richtig entspannt, dass man, nachdem man ein Game durchgespielt hat, einfach noch so richtig... Ja, bei nicht allen Games ist das so entspannt, aber dass man halt dann noch die 100% danach holen kann. Angenehm. 235 Jungs. Oh boy. Ich bin so gespannt, ne? Ich
wird dann einfach Final Fantasy 9. Nein! Sag ich ja, auf Englisch 9 halt, ne? Boah, das war krass. 240k, Jungs. Oh, nice. Die Spielevorschläge kommen. Ich freue mich. Moränenzähmen leicht gemacht. Geheime Tänze des Onaga-Clans. Erster Tanz, den trockenen Boden nässen wie ein linder Sommerregen. Zweiter Tanz, mit einem Wirbel wilde Winde von der felsigen Küste rufen. Finale, 100 Muränen fliegen empor. Folge ihnen ins gelobte Land. Und dann alle ablehnen. Ja, sowieso. Ihr denkt doch nicht wirklich, dass ihr eure Spiele dann noch spiele. Okay, der sieht, ich denke mal, hier was. Ah, nice. Habe ein Game mit Lake ausgemacht. Wird's irgendwas in Richtung Dragon Quest? Lake wollte doch unbedingt, dass ich Dragon Quest spiele. Sehr gespannt. Ein Stück Spiel. Okay, da hinten ist sogar noch ein rotes Teil. Wild. So, damit haben wir gleich Sektor 3 soweit abgeschlossen. Sehr schön. Damit können wir weitergehen in den nächsten. Sektor 4. Das war nur ein Scam-Masky, genau. Ich habe 13k. Hier ist auch ein Anfang. Direkt auf ein Ding geworfen. Ich weiß, wie es läuft. Was fehlt uns hier denn noch? Ein paar Sachen. Dank meines Bots habe ich 98k. Ein Bot? Was macht denn dein Bot? Für geheime Dinge? Okay, gibt's noch was? Pfiffig, Feli. Also hier gibt's auf jeden Fall irgendwo was. Ja! Eier kann man nie genug haben. Klingt ein bisschen weird, aber ist, denke ich, so. Oh nein. Haben wir den noch nicht gemacht? Doch, ich habe ihn gemacht, aber nicht geschafft. Ja, und jetzt, wo die Bahn hier nicht ist, schaffe ich den noch weniger. Ich weiß nicht, warum ich hier hochgegangen bin. Das war ein bisschen Overkill. Ich hab den geschafft. Ich Trottel. Das zu Ende, das fühlt sich halt echt komisch an. Like, es sind 7 Jahre vergangen. Nicht für uns, aber auch für die Aquamarine. Ey, voll. Schon krass. Ende einer Ära. Hier ist doch safe irgendwo einer. Ja. Klar.
Für Yannick war es gleich 2 Tage. True. Ja, ich habe ein bisschen gesuchtet. hier hinten ist nichts mehr tatsächlich. Okay. Hier muss es irgendwo was geben. Bei mir ist alles sehr flott passiert. Die konnten gar nicht durchatmen. Everything just happened. Ein Jahr nach Expansion in neue Region. Warte. Oh, nach bereits 20.000 Stunden in Nonstop-Kundenberatung im Distrikt Splatsville nimmt er neue Ziele ins Visier. Was hat der tüchtige Trommelfeuer-Talker als nächstes vor? Es geht, Thomas. Wo rennt er hin? Strom schon wieder weg? Oh wei. Boah, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Stromausfall... Doch, ist gar nicht so lange her. Wir hatten irgendwann mal hier einen Stromausfall. Ist gar nicht so lange her. Irgendwo hier muss noch was sein. Hey Zeynep! Das ist Yannick, der mich so. Hör auf. Das ist gefährlich. Damit darf man nicht spaßen. Ich muss gerade sagen, hier oben ist doch the place. So, und auf der Submarine. Dir fällt dreimal die Woche der Strom aus, weil der Welt schon wieder. Ja, lesen ist schwierig für mich immer noch. Ich bin, daher in der fortgeschrittenen Klasse. Da gehöre ich definitiv nicht hin. Ne? Und hier haben wir auch noch irgendwo einen. Ah. Unten. Sehr schön. Jo, wir haben einfach die ganze Submarine bekommen. Righto. Dann dürfen wir uns hier... Hier haben wir auch schon alles geholt. Dann fehlt jetzt nur noch 6. Und da müssen wir eh noch alle Level machen. Sehr schön. Hier kann man halt richtig frech Sachen verstecken, ne? Muss man hier abspringen? Sag mir nicht, dahin muss man abspringen. Gerade. Please don't. Bam, 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 bam. Was haben wir hier? In die vollen Rollen. Setz deinen Roller ein. Ja, Mann. Jetzt erstmal eine Runde rollen. Lieben wir. Da. Das war nicht mein Controller. Der Klecksroller. Okay. Oh, nochmal. Ist das ein Gerät? Oh. Gummimauer. Ich verstehe jedes Mal Gummimauer. Gewichtsdecker, aber auch so sick. Ich benutze sie zwar selber nicht, aber Diana hat eine, die ich immer geschenkt hatte. Und immer wenn ich mich da mal drunter lege, ich komme einfach in so ein komplett Slumber. Ich bin einfach komplett weg. Erstmal nicht mehr ansprechbar.
Ich hoffe nur, es kommt kein Level jetzt mehr, wo man irgendwie Präzision machen muss. Wir hatten schon das eine Präzisionslevel, was mich komplett gebrochen hat. Aber, ey, bisher jedes Level in Splatoon 3 gemacht. Nur ein Level, das mit dem Pfeil und Bogen, wo ich dann eine andere Waffe genommen habe und dann ging's. Das war das Einzige, was ich ein bisschen sehr knackig fand. Sonst war die Schwierigkeit richtig gut. Juhu. So, jetzt wird hier mal richtig aufgeräumt. Legen wir den als erstes um. Ah, das ist nicht meine Tinte. Gegnerischer Tinte schwimmt es sich nicht so gut. Was ist eigentlich das Prinzip von Splatoon? Bis zum Ende kommen, zum Ziel. Aber das Prinzip im Multiplayer ist Gegner ausstechen und die Map mit Farbe versehen. Also dein Team muss mehr Farbe auf der Fläche haben, auf der Arena, als das Gegnerteam. Dann gewinnt man. Ich weiß gar nicht, ob es verschiedene Spielmodi gibt, wo man manchmal auch nur töten muss. Ich kenne nur das komplett OG-System. Anmalen. Das sieht nach Anweisungen zur Mumifizierung von Inklingen aus. Vielleicht dachte man früher, dass dergestalt bewahrte Körper einmal zurück ins Leben geholt werden können, aber das ist doch sicher kein echter Inkling, das kann doch wohl nicht sein, oder doch? Das Bogenlevel aussieht, wenn Mr. Hat das Sniper-Level innerhalb von 4 Sekunden geschafft, Probleme hatte. Wo man Gebiete einnehmen muss oder so. Ah, okay. So, und damit kommt man doch jetzt bestimmt straight up hier hin, ne? Ja. Killer-Tintentänzerei. Erreiche das Ziel, aber Vorsicht, berühre keine feindliche Tinte. I don't know if I like this one. This sounds a bit painful. Just a tiny, teeny bit. Und wir haben nur eine Curling-Bombe, hä? Huh? Warum sehe ich plötzlich so aus? What happened? Und man hat auch noch einen Tintenverbrauch. Den man aber wieder auffüllen darf. Hey, wenigstens something. Vielleicht sollte ich nicht so ganz entspannt hier durchschwimmen, als wäre es nix. Oh oh. I fucked up. I fucked up big time. Ich wollte die Fischeier. Immer eine Herausforderung für mich ist. Oh no. I'm sorry. Ich möchte euch hier nicht ganz böse herausfordern. Dagegen. Oh Gott, das war glaube ich gar nicht gut. Doch. Klappt. Ja, ein Checkpoint. Oh Gottes Willen. Da musste ich sogar lang. Es wäre richtig gewesen. Ich hatte einfach Angst.
I was just afraid. Freunde, und was ist die Moral davon? Machen. Einfach machen. This looks painful. Jetzt, ob ich mir hier die Fischeier hole. Okay, letztendlich muss ich dann dahin, oder wie? Der malt das da alles an? Oh Gott. Ganz entspannt für mich. War nicht schwer. Ich bin ein Macher. Wo will ich den lang schießen? Einfach nur hier? Das Level ist aber cool. Die Prämisse, dass man das nicht berühren darf, ist sehr, sehr, sehr nice. Okay, ich glaube, den schießen wir quasi so hier straight up durch. Das war viel zu mutig von mir. Eieiei. Puh. Puh, puh, puh. Das war schon knackig. Knackig nennt man das, glaube ich. Okay. Sehr schön. Gibt's hier irgendwo was zu finden? Spielt coole Spion-Level. I do. Auf der Pipi-Box. Felix war auf der Pipi-Box. Klasse. Ja, ich glaube, an Geld sollte es gerade eigentlich nicht scheitern. An Fischeiern. Die Währung von hier. Drittletzte Seite. Nach ihrem großen Sprung von Inkopolis ins weltweite Rampenlicht haben Tentacool nun ihren neuesten Gig gefunden. Vocals für die aufstrebende neue Rockband Damn Socks featuring Tentacool, die sie online kennenlernten. Ein melancholisch-melodischer Sound mit unverkennbarer Tentakultur. Wie cool. Sie hier auch hier nochmal auftauchen. Ein neues Levelchen. Kartenpaket. Tauchsprint gewinnt. Erreiche das Ziel innerhalb des Zeitlimits. Haben sich quasi mit einer anderen Band zusammengetan. Cool. Sehr cool. Innerhalb des Zeitlimits. Das wird jetzt wieder sowas richtig Räudiges sein, so eine Minute. Eine Minute 30. Ja, das wundert man sich jetzt, ne? Wo die gerade stecken. Naja. Vielleicht wird das dann ja im DLC wirklich noch aufgegriffen. Das wird nicht einfach. Ach. Muss ich die Dinger sammeln? Nö. Muss nur schnell sein und ins Ziel kommen. Ist das Trackmania? Hinterher! Ja.
Natürlich hole ich mir noch die Fischeier ab. Squid schwimmt, neue Sportart. Das wäre doch voll geil. Warum gibt es noch keinen Modus? Mario Kart, aber mit Squids. Ich will Splatoon Kart. Überkrass. Man sah zur Ankündigung des DLCs noch ein Bild, die die zwei womöglich repräsentieren könnten. Oh! Anchovium! Sonst... auf der Rückseite gibt's wohl noch was zu holen. Und hier gibt's sogar noch was. Und da gibt's noch ein Levelchen. Ein Stück Spinddeko. Den Ballon müssen wir hier natürlich auch noch machen. Kann ich von daher dahin ziehen? Wie werfe ich den da am besten hoch? Ah, da führt gleich so eine Slackline rüber. Slackline. Jedes Kleckschen zählt. Erreicht das Ziel, aber Vorsicht, dein Tintenvorrat ist begrenzt. Ah. Oh boy. Tintenvorrat begrenzt ist immer gruselig. Feindisperser. Ich will gar nicht, dass das die letzten Level sind. Mein Herz. Es ist voll dumm, gegen die zu kämpfen. Man ist halt so sehr gewohnt, dass man alles sammeln möchte. Tja, an denen kommt man nicht so vorbei. Der andere hat mich auch gesehen. Nein! Oh Mann! Und ich dachte, das ist gewollt. Oh Gott, stell dir vor. Der nervt halt schon enorm. Aber jeder Gegner, der jetzt kommt, nervt enorm.
elegant durchgekommen und das ohne einen Gegner zu erledigen. Habt ihr das gelesen? Ich habe nur die umgelegt, die ja sowieso in die Luft gehen. Damn. Ich glaube, ich hätte viel mehr Tinte eigentlich einsetzen können. But I just decided not to. Because I'm a freak. Wann Splatoon Pacifist Run? Oh ja, hoffentlich bald. Ein Turm taucht ab, erreicht das Ziel. Und zwar schnell. Oh weia. Ich muss mir mal einen neuen Popschutz für meine Schuhe kaufen. Da sind so viele Fussel drauf, das sieht aus, als hätte ich eine Katze. Aber ich habe keine Katze. Ein Popschutz für meine Schuhe, ja. Okay, also hier kann man eigentlich auch sehr auf die Gegner puten. Boah, das war gemein. Das war richtig räudig. Oh. Ah, halbes Parcours-Game, wirklich. Alright, wie viele Level gibt es noch in dieser Welt? Was erwartet uns hier noch? Wie viele haben wir jetzt schon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 Boss. Ich würde mal behaupten, da fehlt noch eine 8. Ah, mag auch weit hergeholt sein. Die vorletzte Seite. Operation Mini-Mietsrichter. Verhalten der Beute. Analyse der Fellqualität der Beute ergibt perfektes Fell. Ich drücke stattdessen ein bisschen die süßen Knubbel an seinen Pfoten. Die süßen Knubbel an seinen Pfoten. So. Hat er was gefunden? Oh ja. Der Mini-Mietsrichter. Haben wir hier etwa Level 8 oder ist das noch etwas Neues dazwischen? Halt los! Halt! Los! Agiere im Rhythmus und er... Ach du meine Güte. Ja. Freunde, ich hoffe, ihr habt die nächsten 2 Stunden nicht Zeit. Nicht Zeit. Ich hoffe, ihr habt keine Zeit. Ey, ich hoffe, ihr habt irgendwas zu tun. Ich hoffe, ihr habt keine Zeit. Okay, perfekt. Ist der Rhythmus einfach nur... Ich verstehe noch nicht so ganz, was hier die Rhythmusgeschichte ist. Wie perfekt war denn der Five-Head gerade? Wunderschön. Nicht zu überbieten.
Ey, ey. Ey, ey. Metal Hellslinger. Hellslinger? Kam das jetzt nicht sogar schon raus oder es kommt jetzt noch raus? Die haben auch ein Konzert gespielt auf der Gamescom. Ich glaube, Rhythmus soll hier wirklich einfach nur bedeuten, dass sich das nicht dauerhaft dreht, sondern immer nur so in Abständen. Das heißt dreht, sich bewegt. Aber so ein Ding ist halt auch ganz, ganz gefährlich für mich, weil ich habe keine Geduld. Und das meine ich nicht so haha witzig gemeint. Ich habe keine Geduld. Wirklich zu 0,0%. Irgendwo auf ein bisschen warten? Nö. Will weiter. Da wollte ich jetzt eigentlich schon rüberspringen. Wäre ein Checkpoint näher, hätte ich es gemacht. Dann gehen wir diesmal. Seht ihr? Schon wieder so ein knapper Sprung. Warum? Müsste doch nicht sein. Halte immer ein Auge offen nach Klettermöglichkeiten. Warum gibt er mir jetzt einen Tipp, als ob ich das Spiel gerade erst angefangen habe? Entschuldigung. Oder ich spiele gerade so schlecht, dass er denkt, ich brauche so einen Anfängertipp. Oh. So habe ich da noch nicht dran gedacht. Schon wieder so ein knapper Sprung. Naja, Level haben wir trotzdem geschafft, wa? So, also es könnten jetzt nur noch Level kommen, die irgendwie 9, 10, 11 oder so heißen. Weil sonst haben wir alle Zwischenlevel jetzt gefunden. Denn wir haben jetzt von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bis zum Boss. So. Ist hier noch irgendwo was zu holen? Es sieht erstmal nicht danach aus. Aber da oben ist alleine noch ein Ort, wo wir noch gar nicht waren. Jawohl, Weintraum, wie macht das? Lago! Una! Ja! Den habe ich gesucht. Eine Shellplatte. Ein Coupon. Der führt wahrscheinlich da unten hin, genau. Der Weisheit letzter Schlüssel. Finde die Schlüssel und öffne den Weg zum Ziel. Alrighto. Oh, das gibt's gleich. Das ist hier der letzte Sektor, wo wir jetzt noch was sammeln müssen, weil in Sektor 7 oder in dem Hangar-Ding konnte man nichts sammeln. Das heißt, das ist jetzt wirklich das Letzte, was noch fehlt. Mann, oh Mann. Finde die Schlüssel.
Das können die mir nicht antun. Das dürfen die nicht. Das dürfen die nicht. Geil, wie ich jetzt richtig random da oben einfach so eine Mine hingelegt habe. Diese Mine wird nie irgendjemandem wehtun. Guna von Bernoulli, gute Nacht. Schön, dass ihr da wart. So. Würde ich sagen, jagen wir den mal in die Mine, ne? Gucken, was passiert. Warum wusste er es, dass da eine Mine ist? Kann ich so viele Minen legen, wie ich will? Nicht einsetzbar. Meine Mine, du Lümmel. Boah, das ist ja gerade hier die schlimmste Ausgangslage. Gott. Es fehlt auch einfach nur so ein ganz bisschen, dass ich sie treffen würde. Okay, wir sind jetzt einen schon mal getroffen. Ah. Treuschö! Oh, Treuschö auch. Sehr wichtig. Can you please go into the mine I laid down for you? Das Problem ist, bei dem ist es halt noch schwieriger, ihn zu treffen, weil der läuft auf der Außenbahn. Da treffe ich den halt noch weniger. Die Mine tötet die einfach sofort. Okay, die Mine ist ja mega krass. Okay. Aber das waren ja leider noch nicht alle, nicht wahr? Ich weiß nicht, wie viele das sind. Meiner Meinung nach zu viele. Haus sieht irgendwie aus wie von Last of Us. Das Spiel hat mich sehr daran erinnert. Ja, in die Mine. Der ist einfach durch die Mine gefahren. Willst du mich verkackeiern, mein Junge? Was ist das eigentlich schon wieder für ein komisches deutsches Wortspiel auch, ne? Willst du mich verkackeiern? Bro, was? Sag das mal einem Amerikaner und erklär ihm, was das bedeutet. Also, wortwörtlich übersetzt. Das waren jetzt hoffentlich alle.
Das hoffen wir. Do you want to shit my ass? Hey, jetzt wo du sagst, klingt Bombe. Sehr nice. Bam, 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 bam. Ab ins Bettchen. Gute Idee. Mach das, Felix. Schlaf auch du gut. Nö. Felix, du bleibst hier. Geht nicht ins Bettchen. Was für geht ins Bettchen? Was erlaubst du dir? Auf sie mit Gestempel! Plätte alle Gegner innerhalb des Zeitlimits. Posieren wie dein Charakter. Bitte nicht. Der Ultrastempel. Und jetzt wird richtig einer abgestempelt. Kann ich den einfach werfen? Oh, das geht sehr viel schneller. Stück. Es wirkt in dem Zeitlimit aber schon ein bisschen knackig. Der letzte. Boah, das war so knapp. Oh Gott. Boah, das war so knapp. Ich glaube, wir hatten nur noch Minisekunden. Und ich schmeiß den da einfach hin, als wäre ich Tor. Ciao. Hui. Das war ganz schön eng. Ein Ballon. Wie viele Level haben wir jetzt schon? 12 und Boss. Ich glaube, da passt keins mehr drauf. Ich wundere mich, dass es jetzt noch eins gibt. Aber. Vielleicht gibt's. Nee, das haben wir, glaube ich, schon gelöst. Weil hier war der Boss, ne? Ja, das war ein normales Level, aber wir haben es schon gelöst. Als ob hier nicht irgendwo was ist. Verarsch mich doch nicht. Dann ist aber hier irgendwo was. Und wieder hier. Wie kann er das nicht finden? Der Trottel. So. Und die allerletzte Seite. Oh Gott, stimmt. Die allerletzte Seite. Können wir uns... Hier ist tatsächlich noch ein Level. Können wir uns nur holen mit dem Ballon. Und den werden wir hier einmal komplett querbeet und sammeln müssen. Noch ein Anchovy. Können wir damit jetzt alle Upgrades kaufen? Müsste ja eigentlich. Jawohl.
Und damit ist der Skilltree jetzt gleich abgeschlossen. Tada! Skilltree fertig. Und auch das letzte Level, was jetzt auf uns wartet. Mit Freunden wie Düsen. Fliege mit dem Tintendüser und erreiche das Ziel. Wollen wir nochmal gucken, wie man mit dem Fliegendüser so durch die Gegend fliegt und düst und... Ja, genau. Tintendüser. Also auf dem Bild sieht es ein bisschen aus wie der Dreck weg von Super Mario Sunshine. Ach du Scheiße. Okay. Das ist der von Super Mario Sunshine. Ist ja der schiere Wahnsinn. Guckt euch den an. Wenn man das von sich selbst kopiert, ist es Recycling. Ah, ist das so? Nennt man das heutzutage so? Boah! Ich war mir so sicher, dass das nicht funktionieren wird. Denkst du, komme ich durch meine Uni-Abgaben? Ah, Recycling, I see. Letzter Checkpoint. Okay, das war cool. Das hatte so ein Feeling wie Domino Day, wie das da alles zusammengeklappt ist. Oh Gott, mir kommen gleich die Tränen. Dann war das jetzt das letzte Level, was wir gespielt haben, wa? Keine weiteren Level mehr. Außer es gibt bald ein DLC. Bald. Gerne morgen. Ich habe jetzt Splatoon 2 erst gespielt, dann jetzt 3. Ich hätte gerne DLC. Hallo? Hallo? Wo DLC? Geheimkessel aufgetaucht! Wo? Road of Champions? Boah, hör auf. Aber, also die Frage ist ernst gemeint. Wo? Ich nehme an, in Sektor 1 würde ich jetzt schätzen. Could be anywhere. Den haben wir schon gemacht. Boah, am Ende ist das so ein Boss-Rush oder sowas. Das wäre richtig schlimm. Wohl das härteste Level hier. Viel Glück. Warum denn? Wo ist das? Wir gehen mal an den Anfang. Wenn man innerhalb von einem Sektor springt, dann macht er das so. Wie geil ist das denn? Hey, Tobi Tomatenkopf. So, wir müssen jetzt aber erstmal noch einen Ballon jagen, bevor wir das härteste Level hier spielen. Was wahrscheinlich dann alleine auch nochmal 9 Stunden dauert. Boah, das würde uns jetzt einmal hier komplett quer durch die Map jagen, ne? Das ist ein Ballon, der wird dauern. Und ich hoffe nicht, dass wir den mehrmals machen müssen.
Oh, sind wir schon auf dem Rückweg? Also sind wir schon die ganze Zeit. Stellt euch vor, den letzten hätten wir jetzt nicht geschafft. Und die letzte Seite, die allerletzte. Name des Ziels: Adorada. Nishio Oranda, Deckname, Distrikt Splatsville 3-3. Poison Rogue, Deckname, Rude 19-6, Shatebut. Okay. Ranshiu, Deckname, Welsfels, Region Südströmen. Distrikt. What is this? Sind das Bosse aus dem DLC, ha? Huh? Name des Ziels Adorada. Spannend. Okay, es ist ein... Warte, uns fehlt hier noch was. Wie kommen wir auf die Plattform da? So. Jetzt haben wir hier alles, richtig? Ja. So sieht das gut aus. Jetzt haben wir überall alles gefunden. Traumhaft. Okay. Ich gehe mal zur Basis der Sea Sirens. Oh, verständlich, Casp. Die stecken immer so viel Mühe in solche Bücher und sowas. Und da ist der letzte Kessel aufgetaucht, Freunde. Erreiche das Ziel, um Zugriff auf das Alterna-Lock zu erhalten. Alterna bewältigt. Let's get this party started. Dann leg mal los. Du weißt, dass das Level verrückt wird, wenn du den ersten Sprung schon schwierig findest. Wieder die Super Mario Sunshine Level ohne Dreck weg. Not this again. Nein! Whoa! Alles gut mit Hut. Ich hätte einfach von Anfang an so machen sollen. Da war der Rage etwas voreilig. Ich weiß, was hier von mir verlangt wird, aber...
Nein, als ob man daran vorbeifallen kann. Das Ding hat keinen Checkpoint. Als, och komm. Och komm. Und dann verlierst du, weil du an was vorbeispringst. Och Mann. Über sowas rege ich mich dann immer so hart auf, weil das ist so dummes Versagen. Och Mann, ey. Es lief so gut bis dahin. An manchen Punkten auch gruselig haben wir es hingekriegt. Ja, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es hier in dem ganzen Level keine Checkpoints geben wird. Würde mich fast wundern. Alter, die machen aber auch einen komplett anderen Damage. Alter, die knüppeln rein. Humo. Der hier zum Beispiel war auch echt ganz schön knifflig. Da genau die Stelle zu sehen, wo man rüber kann. Ah, okay, der bleibt kurz stehen. Da muss den on the fly machen. Überlegen, den einfach komplett einzufärben. Ha! Das wird unten wieder gewaschen! Wie absolut dreist! Schickt bitte gerne eine Sprachnachricht. 31 Sekunden.
verrückt. Boah, also der Part hinten, ich habe keine Ahnung, wie wir den machen. Habe ich da, also bis dato, noch keine Idee. Das wird überknifflig. Es ist halt so frech, dass das durchs Wasser geht unten und dann sich abwäscht. Weil das bedeutet, du bist darauf angewiesen, es im Run zu machen. Es war wahrscheinlich ziemlich dumm, dass ich losgesprungen bin, ohne das überhaupt die Wand anzumalen. Die Zeit sollte man sich wahrscheinlich nehmen. Nehme ich an. Ich will aber auch gar nicht wissen, wie lang dieses Level geht. Dagegen geknallt. Da warten wir lieber nochmal eine Runde. So. Man muss ja nicht lange warten, das Ding ist sehr schnell. Ist halt auch so gemein, weil da hinten ist gleich eine Plattform, die einen nach oben schmeißt. Was dann noch undurchsichtiger macht. Also eine Sprungplattform. Das macht es noch undurchsichtiger, wie weit das danach noch weitergeht. Mann, oh Mann. Okay. Oh, und ich muss jetzt gleich nochmal die präzisen Sprünge machen. Oh, nee. Das ist auch ganz schön gefährlich. Hätte man ruhig ein bisschen mehr kleistern können. Weil die hier kannst du doch schön komplett einkleistern, ohne Probleme. Ich frage mich, ob es hier irgendwann einen Startpunkt gibt, der einfacher ist als andere. Wisst ihr? Also, als wenn man zum Beispiel jetzt bei dem Hausding da jetzt startet, bei der Häuserwand, ob das simpler wird. Der behält jetzt ja doch die Farbe. Behalten die doch die Farbe? Die behalten die Farbe.
Es gibt Checkpoints. Toll! Toll! Jetzt stehe ich nämlich hier mit einem Leben. Cool! Und ich habe schon ein Ziel nicht getroffen. Oh, Mann, ey. Man kann 333 für einen Checkpoint! Okay! Aber ey, direkt mit den drei Leben. Aber was? Mit der unpräzisesten Waffe aller Zeiten übrigens darf man hier losballern. Drück doch B! I press the button! Dude! Lass mich nicht sterben wegen so einer dummen Scheiße! I'm all in for harte Sachen. Aber lass mich nicht draufgehen, weil du meinen Button Press nicht annimmst. Schon wieder nicht! Junge! You dickhead! Ich bin nicht gemacht für solche schweren Level. Das macht mein altes Herz bald nicht mehr mit. Ein Ziel. Eins. Beruhigende Spiele am Abend oder so. Ey, voll. Wirklich, das ist meine Therapie. So, hier dran denken. Hier muss man jetzt gleich springen wie ein Bescheuerter. Weil er hier die Button presst. Diesmal hat er so angenommen. Hey, something. Frag mich nicht. Frag mich nicht, how. But I saved it. So viel Scheiße da hinten hin, wenn du dafür nicht die Tinte hast. Oh, wann soll man dazwischen eine Tinte holen? Oh. Vorher musst du nie Tinte holen, weil irgendwie sich das immer automatisch auflädt. Aber beim Ende, ja, da schon. Gehen aber auch hier so am Ende. Richtig dreckig weit auseinander. Geht doch!
Das war mal eine Zitterpartie, ohne Scheiß, Alter. Alter. Warum mache ich das? Dafür auf Sinn zu ergeben. Das ist mega schlüssig. I don't want this. Shit, ich muss jetzt sogar hier runterfallen. Natürlich extra genau so weit platziert. Noch nie gesagt. Das war ganz schön nervenaufreibend. Findest du? Ein Checkpoint mitten in einem Ding. Da muss das jetzt hier aber noch richtig schlimm werden. Das ist kein gutes Zeichen. Ich glaube, es ist schlauer, da den Salmini draufzusetzen. Weil der dann weiter darauf einschlägt. Alter, das geht bis da hinten. Alter, war das knapp. Nice. Wir warten hier erstmal. Das ist wirklich Weg des Champion. Just saying. It's a good old Nintendo formula again.
Auf dem wäre ich fast draufgesprungen, aber dann dachte ich mir, ich glaube, das passt nicht. Man muss halt einfach auch drauf achten, dass man ihn nicht selber wegmacht, ne? Das ist ja mit das Gruselige. Ende in Sicht, du bist nah. Sehr gut, und weiter geht's. Diana fragt, ob ich sie abholen kann. Haha, als hätte ich gerade nicht mega Stress hier im Blut. Da ist das Ziel. Okay, da muss ich Diana kurz schreiben. Das Level hat Vorrang. Octolinge? Ist das Ziel da hinten, da ganz weit hinten? Ist das jetzt einfach gefühlt ein Multiplayer-Match? Die wissen, wie schlecht ich hier drin bin, ne? Was muss ich tun? Was ist das für ein Ding? Warum war hier plötzlich einer unter mir? Nee. Ey, wirklich. Und wahrscheinlich dann jetzt nochmal alle drei Stages nochmal, ne? Och, Mann. Ey. Ich verstehe es ja, dass man Octolinge einbaut, aber komm. Du kannst doch nicht so schwer machen, dass du dreimal gegen fünf spielen musst. Das ist wirklich zu viel. Für jemand, der den Multiplayer nicht spielt und nicht kann, ist das halt komplett scheiße. Also, sorry, aber... Das finde ich wirklich ein bisschen doof.
Klar ist das nur KI und Multiplayer ist noch viel schlimmer, aber... Ich kann ja die KI noch nicht mal. Kann man einfach die Spots abcampen, ha? Huh? Bei jeder geschnappten Konserve erscheint auf der anderen Seite eine neue. Okay, dadurch, dass ich jetzt halt gesehen habe, dass diese Konserven auftauchen, ist fast wieder okay. Das war's. Ja, weiß ich nicht. Ich hol jetzt Diana ab, aber das ist auch scheiße, da muss ich den Stream halt voll lange pausieren. Ich weiß es nicht. Ich denke, ich spiele das gleich dann offscreen zu Ende. Freunde, Splatoon 3, trotzdem sehr geiles Spiel. Kommt in den Discord, wenn ihr sehen wollt, was es da für eine coole Sache gibt. Vielleicht nehme ich das für YouTube nochmal einzeln auf. Ich muss jetzt echt los, sonst war Diana zu lang. Ein Try noch. Ein Try! Es gibt doch wohl nicht mehr als drei Wellen. Es wird nicht mehr als drei Wellen geben. Glaube ich nicht. Ein Try. Ist halt auch krass, wenn wir die erwischen mit unserem Salmini. Okay. Jan hat geschrieben, ich soll schreiben, wenn ich losfahre. Habe ich noch nicht. Ja, da kann auch laufen. Bloß nicht. Wieso habe ich denn jetzt schon so Probleme bei dem ersten? Spawnen die eigentlich immer hier? Wenn ich Spawn-Killing betreiben kann. Bin ich der Letzte, der sich beschwert. Die spielen zu 800 gegen mich. Es ist okay, wenn ich auch mit unlauteren Mitteln spiele. Als ob der gerade so gut ausgewichen ist.
Der macht heute Community Games zu Stream 100. Oh! Ja, dann raiden wir da gleich sehr gerne rüber. Man muss aber auch einfach gegen jede Waffe und jede Ulti nochmal spielen. Kann das sein? So wirkt's nämlich gerade. Dass wir die Ulti gerade direkt... Kurz mal ein bisschen regenerieren. Alter, die hören aber auch nicht mehr auf, ne? Es reicht. Den hast du es gezeigt. Habe ich es geschafft? Habe ich es geschafft? Ohne das Level einmal zu verlassen. Ich musste mir Checkpoints kaufen. Das ist okay. Aber we did it. We fucking did it. Es gab mal wieder den klassischen Yannick Rager zwischendrin. 18 Minuten 15 waren wir in diesem verfluchten Level. Gottes Willen. Aber wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. So, Diana musste jetzt 11 Minuten warten. Das ist okay. Erreiche das Ziel, um Zugriff auf das Log zu erhalten. Alterna Held der Welt und Alterna Heldin der Welt. Jetzt will ich ja doch online spielen. Alright. Aber was hier so Wildes im Log steht, das werde ich einzeln nochmal aufnehmen und dann nochmal hochladen. Das werde ich euch jetzt nicht zeigen. Haha, ihr hättet jetzt pausieren können, beziehungsweise könnt zurückspulen. Aber Freunde, das war Splatoon 3. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Wir haben alles geholt, was es so zu holen gibt. Ein traumhaftes Spiel.